Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, hier zu einem weiteren wunderschönen Teegespräch. Ich freue mich sehr. Und die Einladung, wie immer, ist an alle, die jetzt hier zuschauen, da einfach vollziehend mitzuwirken. Vielleicht habt ihr selbst einen Tee bei euch stehen und geht dann gemeinsam mit in die Wahrnehmung der Themenvorschläge. Diese kommen heute im Teegespräch von unserem lieben Kurt und ich bin gespannt, was er ausgewählt hat und was dann kommt. Also ich habe vier Themen als Vorschlag. Erstens, alle menschlichen Probleme sind die Folge einer geistigen Krankheit, die vollkommen geheilt werden kann durch Erwachen zu sich selbst. Zweites Thema, alles, was Sie erleben, ist eine Botschaft. Drittes Thema, werden Sie Ihr eigener Schutzengel. Und viertes Thema, das Leben als Meisterwerk. Herzlichen Dank. Die größte Resonanz war jetzt gerade beim Schutzengel. Wie wird man der eigene Schutzengel? Und diese Teemischung würde ich dann uns gerne in den Tee symbolisch reintun. Und dann, wie immer, lassen wir es uns erstmal schmecken und gucken dann, wie dieser Tee schon mal wirkt. Wohl bekommst. Gehen gemeinsam in die Wahrnehmung. Vielleicht spüren wir es ja auch schon um uns rum. Und so frage ich wie üblich, lieber Kurt, was kannst du wahrnehmen? Also zunächst einmal nehme ich wahr, wir sind bereits unser eigener Schutzengel. Machen wir uns einmal bewusst, die Wirklichkeit hinter unserer Illusion. In Wirklichkeit ist der größte Teil unseres wahren Wesens noch immer zu Hause, sitzt auf Wolke 17 und guckt hier zu. Praktisch und hat nur einen Teil seines Bewusstseins in die praktische Erfahrung dieser Welt geschickt. Und so sind wir selbst unser eigener Schutzengel, denn er überwacht natürlich alle Schritte, die der Teil von ihm hier in der Erfahrungswelt macht und steuert das. Steuert allerdings auch, wenn wir uns zum Beispiel vor einer Erfahrung drücken wollen, weil die für den Teil hier, der in der Erfahrung ist, unangenehm ist, dann lässt er das nicht zu. Aber gleichzeitig, wenn eine Gefahr droht, dann greift er ein und verhindert, dass die wirksam wird. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dann habe ich also eine ganze Reihe von Ereignissen, die eigentlich hätten schiefgehen müssen und die gefährlich waren. Da war oft jugendlicher Leichtsinn im Spiel oder was auch immer. Und da habe ich dann manchmal sogar sofort gemerkt, dass da eine liebevolle Macht eingegriffen hat. Und das, was eigentlich hätte passieren müssen, bei den Voraussetzungen, verhindert hat. Also zunächst einmal können wir uns zurücklehnen in der Gewissheit, wir sind ja bereits unser Schutzengel, unser eigener Schutzengel und haben uns die ganze Zeit durch das Leben begleitet. Aber als Schutzengel haben wir zwei Hauptaufgaben. Das Falsche lassen und das Richtige tun. Das begleitet uns durch das ganze Leben. Und das Falsche lassen ist ein wichtiger Teil. Das heißt also, und für alle, die zuschauen und zuhören, gleich vollziehend erleben,
ich lasse einmal ganz bewusst alles los, was nicht mehr jetzt in mein Leben gehört, was meine individuelle Evolution behindert. Also vor allen Dingen alle negativen Energien, alle, wie das Ärgern, sich Sorgen machen, Stress, aber vor allem natürlich negative Gedanken, Gefühle, Gewohnheiten. Das alles gehört nicht wirklich in mein Leben. Und es gehört zu meiner Aufgabe und zu meiner Erfahrung hier, ganz bewusst diese Energien loszulassen, bevor sie Zukunft verursachen können, eine unerwünschte Zukunft. Und dann kommt der Verstand natürlich gerne mit seiner begrenzten Logik und sagt, ja gut, wer würde nicht gern das Ärgern loslassen, aber da passieren da so viel ärgerliche Dinge, auf die ich gar keinen Einfluss habe, oder mir begegnen ärgerliche Menschen, die ich nicht ändern kann. Und da sollten wir uns eben bewusst machen, das ist die begrenzte Sicht des Verstandes. In Wirklichkeit gibt es keine ärgerlichen Situationen. Alle Situationen, Ereignisse, Umstände sind vollkommen neutral. Die sind so, wie sie sind. Erst der Verstand bewertet die nach seinem Maßstab und sagt, das ist angenehm, das ist mir egal und das ist unangenehm oder das ist ärgerlich. Und so wird aus einer ganz neutralen Situation eine ärgerliche Situation. Und wenn ich jetzt aber nicht mehr mit meinem Verstand identifiziert bin, also nicht mehr sein Urteil akzeptiere, sondern einfach nur wertfrei, urteilsfrei wahrnehme, was gerade geschieht, dann sehe ich, da gibt es ja gar keine ärgerlichen Situationen. Und plötzlich wandelt sich mein ganzes Leben durch die Änderung meiner Identifikation, weil plötzlich alles, was geschieht, entweder in mein Leben gehört, für mich stimmt, dann lehne ich mich zurück und genieße diese Erfahrung, oder es gehört nicht mehr dazu. Dann lasse ich es nicht nur los, dann erkenne ich es als Chance zum Besseren. Und in beiden Fällen kann ich mich beim Leben bedanken. Einmal für die wunderbaren Geschenke, die es mir laufend macht, und zum anderen für die Schein für das Problem für den Verstand, aber für mein wahres Wesen die Chance zum Besseren. Indem ich sage, danke Leben, dass du mich aufmerksam machst. Nein, das gehört nicht mehr in mein Leben. Das sollte, und jetzt nehme ich meinen Maßstab. Mein Maßstab ist das Ideal. Wie sollte das idealerweise sein? Und welche Schritte sind erforderlich, um das herbeizuführen? Und auf einmal erlebe ich, alles, was ich erlebe, ist in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren. Wundervoll. Ganz lieben Dank für diese Worte und diese Chance dann auch zu erkennen im Bewusstsein, dass auch dieser Teil von mir, der hier projiziert ist, beschützt ist in dem Sinne, dass auch sehr schwierige und unangenehme Erfahrungen, dass man da gut behütet auch durchgehen kann und den größeren Teil der nicht projiziert ist, dass der auch ständig mit einem verbunden ist. Es ist ja eins und ein Teil ist dann hier projiziert in dem Sinne, um Erfahrungen zu machen. Und der andere Teil, der ist zu Hause, da ist es sowieso immer sicher, da ist keine Gefahr für irgendjemanden. Und dieses Gefühl, damit verbunden zu sein, der eigene Schutzengel zu sein, das ist wirklich wundervoll, um dann auch in der Welt ja, mit diesem Gefühl in Sicherheit zu sein, ganz gleich, was kommt, ob es angenehm oder unangenehm ist, spielt überhaupt keine Rolle.
Man geht da gut geschützt auch durch. Und in Wahrheit ist es tatsächlich so, dass man auch überhaupt nicht sterben kann, selbst wenn man wollte. Es geht nicht. Und in dem Sinne, mit diesem eigenen Schutzengel als eigener Schutzengel dann in der Welt Erfahrung zu machen, ist, glaube ich, eine ganz wundervolle, entspannte, ja, Ansicht, Einschätzung und auch ein Gefühl, eine Gewissheit, dass es auch wirklich so ist, wenn man sich darauf fokussiert. Also ganz, ganz, ganz schön. Und es das heißt jetzt nicht, dass man dann in Watte gepackt nur noch angenehme Dinge erfährt. Das ist es nicht. Insbesondere dann, wenn es herausfordernd wird, dass man da diese Worte von dir auch erinnern darf, genau in den Momenten, wo es dann auch gebraucht wird. Und ich glaube, viele kommen automatisch dann zu dieser Einsicht, dass es auch noch was Höheres gibt und wenden sich automatisch, wenn es ganz schwierig ist, an diese Stelle. Ganz gleich, ob sie vorher Erfahrungen gemacht haben oder nicht. Also ganz wundervoll. Und auch der Hinweis, dass der Verstand dann nicht unbedingt das beste Werkzeug ist, immer wieder, um in der Welt sich zu bewegen, um auch sich zu erinnern, um zu erwachen und es dann auch zu halten. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die Worte. Und vielleicht entsteht noch jetzt in dieser Zusammenfassung etwas. Vielleicht gibt es noch zusätzlich Ja, Impulse natürlich. oder Hinweise. Ah, da gibt es noch sehr viel. Also zunächst einmal hast du angenehm oder unangenehm erwähnt. Das gibt es natürlich ebenfalls nicht. Das ist wiederum nur ein Urteil des Verstandes. Für das Sein gibt es nur das So oder So oder eben So. Ja, und das ist völlig wertfrei. Und wie gesagt, das Schöne ist, es ist immer entweder stimmig für mich oder eine Chance zum Besseren. Und in jedem Fall kann ich mich natürlich auch an meinen Schutzengel, sprich an mein wahres Sein zu Hause wenden. Das heißt also, ich bin mir selbst mein bester Freund, der mich durch mein Leben begleitet und mich mit meiner größeren Übersicht, denn er ist ja Teil des einen Seins und damit in der Allwissenheit, aber auch in der Allmacht und so weiter. Also ich bin da in besten Händen und das ist ein so wunderbares Gefühl der Geborgenheit, zu wissen, dass ich ständig bei mir bin, kann ich ja so sagen. Und auf diesem Weg allerdings muss ich es mir nicht unnötig schwer machen und lasse wirklich laufend los, was nicht mehr in mein Leben gehört. Zum Beispiel jedes Muss. Niemand muss irgendetwas. Also da kommt wieder der Verstand, sagt, ja, von wegen, also sterben müssen wir alle. Nein. Das ist ein Teil der Illusion. Es ist noch nie einer gestorben. Wir sind vollkommenes, ewiges Sein, das hier nur vorübergehend zu Gast ist, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und da ich ewiges Sein bin, bin ich unkaputtbar. Das heißt, mir kann hier nichts passieren. Mir, meinem Erfahrungsinstrument Körper, kann alles Mögliche passieren. Da kann mir das Bügeleisen auf den Fuß fallen oder was weiß ich, was auch immer. Aber mir selbst kann nichts passieren. Auch das war für mich eine Erleichterung zu wissen, okay, also ich muss nur auf mein Erfahrungsinstrument Körper aufpassen, aber mir selbst kann nichts passieren. Und so lasse ich nicht nur alles Muss los, sondern auch alles Unwesentliche. Denn wir brauchen nur einmal jeden Handgriff zu beobachten, den wir tun. Ist der wirklich wesentlich? Wenn ich mit diesen Augen hinschaue, kann ich über die Hälfte, zumindest bei mir war es so, der Handgriffe oder Vorhaben loslassen, weil die vielleicht für das Ich
angenehm gewesen wären oder für den Verstand logisch, aber für mich selbst, für mein Wesen, ohne jede Bedeutung. Umgekehrt, was so eine ganz große Bedeutung hat für den Verstand, das ist für mich ohne jede Bedeutung. Zum Beispiel, in welcher schwierigen Situation ich derzeit bin. Da kann es sein, dass ich in eine Situation gerate, die für den Verstand katastrophal ist oder gar aussichtslos, was es natürlich nicht gibt. Das ist wieder ein Urteil des Verstandes. Es gibt keine aussichtslose Situation. Das Leben geht immer weiter. Also sollte ich mir bewusst machen, ganz gleich in welcher Situation ich gerade bin, das ist ohne jede Bedeutung, weil ich ja alles in jedem Augenblick ändern kann. Also auch eine aussichtslose Situation ist eine Chance zum Besseren. Aussichtslos ist sie nur für den Verstand, nicht für das Bewusstsein. Also sehe ich hin und wenn ich bei Bewusstsein bin, nehme ich ja wahr, dann nehme ich wahr, okay. Also, wie geht es denn jetzt weiter? Für den Verstand ist das aussichtslos, weil nach seiner begrenzten Erfahrung gibt es da keine Lösung, aber es gibt immer eine Lösung. Also schaue ich hin und nehme wahr, was ist jetzt zu tun? Und allein durch den Schritt vom Denken zur Wahrnehmung geschieht wieder ein Wunder. Ich erspare mir alle Umwege, Enttäuschungen, Verluste, Schwierigkeiten auf dem Weg, indem ich erkenne, was stimmt und gleich das Richtige tue. So kann ich gleich meiner wahren Berufung folgen, erkenne den richtigen Partner für jetzt, erkenne den Weg, wie wir miteinander glücklich werden. Und bei jeder Aufgabe erkenne ich die richtigen Schritte, den optimalen Weg, den besten Zeitpunkt und tue gleich das Richtige. Und dann geschieht das eigentliche Wunder, als wenn das nicht schon wunderbar genug wäre. Mein Leben wird auf einmal ganz einfach. Ja? Ich bin einfach ständig in der Wahrnehmung und damit bin ich gleichzeitig im Jetzt, denn wahrnehmen kann man ja nicht vorhin oder nachher. Wahrnehmen kann man nur jetzt und Leben ist auch nur jetzt. Ich kann auch nicht vorhin leben oder nachher. Also damit bin ich vom Denken zur Wahrnehmung gekommen und lebe im Jetzt, in der Wirklichkeit, dort, wo mein Leben stattfindet. Und in diesem Augenblick jetzt kann ich alles jederzeit ändern. Und das ist ein so wunderbares Gefühl, dass ich denke, eigentlich brauche ich gar keinen Schutzengel, weil ich mein eigener, ja, im Moment, ich bin ja sowieso mein eigener Schutzengel. Ach ja, ach wunderbar. Also es ist ganz herrlich und dann ruhe ich wirklich in der Geborgenheit des Erlebens. Ich bin mein eigener Schutzengel und gehe da sicher geführt durchs Leben. Und wenn ich noch einen Schritt weitergehen will, was ich tun sollte, dann kann ich ständig online sein. Online heißt also, hat nichts mit dem Internet zu tun, sondern geistig eins zu sein mit meinem wahren Sein, also mit der Quelle, dem Ursprung, dem einen Sein. Und einmal fühlen, denn Wissen nützt nichts, fühlen, ich bin das eine Sein. Ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Und bin mir dessen ständig bewusst. Und dann bin ich in der universellen Wahrnehmung und kann mich von der universellen Weisheit des einen Seins führen lassen. Und dann ist mein Leben eine Freude. Wundervoll. Also sofort wirksam.
sobald es hier und jetzt vollzogen ist. Und es bleibt auch so. Und es ist schön auch zu wissen, ich sage jetzt mal, die gewohnte Verstandesperspektive, die zu wechseln. Ich sage jetzt mal eine Engelsperspektive in den eigenen Schutzengel. Ich bin trotzdem genauso hier, habe aber eine ganz andere Perspektive auf alles, was da geschieht. Und aus dieser Engelsperspektive ist gar nichts aussichtslos. Da ist alles immer, so wie du sagst, in Ordnung in diesem Sinne, dass es stimmt oder dann entsprechend eine Chance dazu ist, dass es noch besser stimmt. Eine Chance zum Besseren. Und aus dieser Perspektive ist es alles ganz leicht. Und das ist auch schön, diese Perspektive einzunehmen, sofort hier und jetzt und dann auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Ganz, ganz schön. Also als zu leben, als mein eigener Schutzengel, macht das Leben plötzlich ganz einfach. Und ich gehe in heiterer Gelassenheit durch mein Leben. Es ist nichts mehr zu entscheiden, weil ich nehme ja wahr, was zu tun ist. Und ich würde mich ja nicht entscheiden, absichtlich das Falsche zu tun. Also was soll ich entscheiden? Und plötzlich erlebe ich, die ganzen menschlichen Probleme sind plötzlich nur noch eine ferne Erinnerung an die Zeit in der Illusion des Ich. Und als mein eigener Schutzengel verschwinden die alle. Auch Krankheit verschwindet aus meinem Leben vollkommen, was für den Verstand und auch für den Körper undenkbar ist, weil ganz einfach, weil ich ja die Bedürfnisse meines Körpers wahrnehme und erfülle, sodass der Körper keine Botschaft schicken braucht in Form eines Symptoms. Und dann kommt das nicht mehr vor. Und dann frage ich mich nur noch, warum bin ich nicht schon viel früher auf die Idee gekommen, zu leben als mein eigener Schutzengel? Dankeschön. Danke, danke, danke für diese wunderschönen Worte, für dieses wunderschöne Teegemisch. Wohlbekommst. Und so wünsche ich allen, dass sie diese Worte auch zur Erinnerung nutzen, dass es auch tatsächlich möglich ist und dass es so schön und wundersam auch wirkt. Ganz herzlichen Dank, lieber Kurt. Und ich danke dir, dass du dieses wunderbare Thema gewählt hast heute.